Kurz vor Schichtende treffen Michael Weber und André Matthäus auf eine Frau in höchster Not. Was passiert? Ein Prof wird angegriffen von einem Kerl. Was haben Sie denn gemacht? Ich wurde mit Pfefferspray angesprüht. Ich hol mal kurz was Wasser. Wasserflasche? So. Was ist passiert? Da wird eine Frau angegriffen von einem Kerl. Ja? Und die Frau liegt ja da. Wir gehen sofort. Machen Sie schnell mal Wasser. Hände voll. So, in die Augen rein. Können Sie uns das zeigen? Kann das so schlecht. So, wie heißen Sie denn? Ich bin Kathrin Römer. Können Sie uns das zeigen? In die Richtung? Können Sie das sehen halbwegs? Da ist die Frau. Rufen wir an der RTW und machen eine Einladung. Wo ist der Hut? Der Arno für den 1729. Was ist passiert? Ja, wir brauchen mal hier ein RTW am Kalschauer See. Scheiße. Also, Anna Weyer. Ja, habe ich mit Schiebers ein RTW. Ja, Weyer. Müssen wir mal gucken, wo die sind. Wie sah die Person denn aus? Der Kerl war größer als ich. Und die Frau hat ein Kleid an. Die Frau hat ein Kleid an? Ja. Hey, Polizei, bleib stehen! Bleib stehen! Stehen bleiben! Sag mal, alles okay? Ja. Pass auf, ich nehme den, ich nehme den. Alles klar, hey, gut. So. Herr Bonden. Dank der Zivilcourage des unbeteiligten Passanten können Michael Weber und André Matthäus den Täter dingfest machen. Der Mann ist mit extremer Brutalität vorgegangen. Der kam da wie aus dem Nichts und hat sich von hinten auf mich gestürzt und wollte mir die Tasche wegreißen. Was ist das Ihre Tasche? Das ist meine Tasche. Und Sie haben sich das gewehrt, ja? Das ist meine Tasche, ja. Gut. Okay, nicht, bleiben Sie ein Stück. So. Beim ersten Versuch konnte ich mich noch losreißen. Ja, ach, der hat zwar noch versucht. Kam der, ein paar Sekunden später war der wieder hinter mir. Und die Dame wollte ihm helfen, ja? Gar nicht wahr. Ja, und okay. Ich wollte ihr helfen, aber der hat mich hier angegriffen. Ja. Gib mir mal den Personal aus, weil ich mache mal eine Abfrage. Mistkerl. Der Täter hatte es anscheinend gezielt auf die Tasche abgesehen. Wenig später ist klar, den Beamten ist ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Herr Glauke ist mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung, Diebstahl, Delikten, räuberische Erpressung. Also der ist auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt. Ja, dann haben wir hier den Richtigen gekriegt. Alles klar. Bitte nochmal nachfragen wegen dem RTW, ja? Ja, das habe ich mit. Wenn der RTW ja nicht reinfährt, dann laufen wir ja, erstmal zu unserem Auto. Können Sie laufen? Ja, ne? Ja. Rechte Bein tut weh, sagt er. Rechte Bein tut weh. Mir tun beide Beine weh und ich kann immer noch laufen. So, einmal hier. Der hilfsbereite Passant wird entlassen. Die beiden Frauen stehen nach diesem Erlebnis allerdings immer noch unter Schock. Als die Beamten am Polizeiwagen eintreffen, ist der Rettungswagen noch nicht vor Ort. Michael Weber ist irritiert. Wo sind jetzt nochmal die 1729 für Anhalt. Einfach hinten ran. Hört. Ich hab den RTW angefangen. Was nimmst du denn? Die Kollegen meinten wohl, die stehen vorne am Parkplatz. Die stehen schon ungefähr so seit 10 Minuten da vorne abrufbereit. Sind die nicht zu euch durchgefahren? Also entweder haben die nicht verstanden, wo wir stehen. Ansonsten verlegen wir jetzt dahin. Die sollen da vor Ort bleiben. Ja, genau. Die stehen da vorne an dem Parkplatz zum Karlsruher Weiher. Was ist denn jetzt mit dem RTW? Und warten da auf euch. Also fährst du vorne hin, langsam? Und, wo sind die denn? Die müssen da vorne auf den Parkplatz stehen. Herfahren oder was? Ja, wahrscheinlich schaffen die das nicht, weiß ich nicht. Vielleicht hat der Führerschein neu und kennt den Weg nicht, keine Ahnung. Dass sich dahinter allerdings etwas völlig anderes verbirgt, erkennen die Beamten auf dem Parkplatz. Dort steht zwar der Rettungswagen, im Inneren geht es jedoch um eine medizinische Versorgung der besonderen Art. Hör mal, haben die schon Behandlung hier? Sind es die denn? Ja, ist ja kein anderer da. Hallo? Was machen Sie denn hier? Oh, sorry. Scheiße. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Das ist nicht das, wonach es aussieht? Nein. Wonach sieht es denn aus? Ja, ich wollte eigentlich nur bei ihr Temperatur messen. Und, hat sie Temperatur? Temperatur messen. Hat sie Temperatur? Eigentlich wollte ich ja nur die Ausrüstung zeigen, aber es ist dann halt anders gekommen. So, ich will mal unterbrechen. Bist du derjenige, der hier eigentlich angefordert worden ist für uns? Ja. Und was macht ihr hier vorne? Ja, wie Sie ja gehört haben, beziehungsweise Hast du einen Dachschaden oder ja, was? Ja, wir haben Hallo, gemacht. Hast du einen Dachschaden? Nein. Du bist Rettungssanitäter von der Feuerwehr. Ja. Und wenn wir Hilfe brauchen oder wenn irgendwelche Leute verletzt sind, kannst du hier nicht rumvögeln. Das ist doch eine geile Location hier. Ja, ich meine, ich habe da auch Verständnis für. Kommen Sie mal bitte her. War doch halb so wild. So, nee, Sie können beim Kollegen bleiben. Habe ich Sie aufgefordert oder was? Wir haben hier Verletzte um Sie. Kümmern Sie sich hier mal um die Dame. Wo ist der Kollege?
Der ist vor ein paar Minuten in die Büsche gegangen. Der wollte mal pinkeln gehen. Ja, meine Freundin, die ist nach da vorne, glaube ich. Also, die Freundin ist mitgegangen zum Pinkeln. Ja. Nee. Kümmern Sie sich mal um die junge Dame, die hat Pfefferspray ins Gesicht gekriegt. Ja. Machen Sie mal. Wie, und der Kollege ist mit? Ich habe sie vorhin noch gehört. Ich glaube, die sind nach da vorne gegangen. Michael Weber ist bereits von der Aktion des ersten Rettungsassistenten leicht geschockt. Im angrenzenden Waldstück erwartet den Polizeihauptkommissar dann jedoch die zweite böse Überraschung. Du hast mich doch angesprochen. Hallo. Nein. Geht's noch gut, oder was? Ja, verstehe. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen hier? Ich war gerade nur auf Toilette. Da schiebt sie hier eine Nummer mit ihr oder versucht eine Nummer mit ihr. Ihr wollt. Die ist ja jetzt abgehauen. Geh, Emma, habt ihr eine Macke oder was? Wir haben euch angefunkt, weil wir Verletzte haben. Und hast du nichts Besseres zu tun, als mit ihr in den Wald zu gehen? Das geht nicht. Ab hier. Komm, ab. Ich glaube, ich spinne. Da kannst du mal einen Schritt zulegen. Wo kein Eis liegt, kann gelaufen werden. Ich glaube, ich spinne, ey. Ja, dass die beiden jungen Damen sich hier haben hinreißen lassen zu einem Schäferstündchen mit beiden Personen, kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen. Ist ein schöner Sommertag, die Gefühle schlagen hoch. Vielleicht waren die beiden jungen Herren auch nicht ganz unattraktiv, die beiden jungen Damen waren es nicht. Die haben wir jetzt als Zeugin mal, haben wir die Personalien aufgenommen. Vielleicht müssen Sie sich schriftlich noch mal dazu äußern, wie es überhaupt zu der ganzen Situation gekommen ist. Auf die beiden Feuerwehrleute kommt auf jeden Fall unterlassene Hilfeleistung zu. Und dann wird mit Sicherheit die charakterliche Eignung festgestellt werden müssen. Ja, die beiden Personen sind relativ jung, ob die für diesen Beruf überhaupt geeignet sind. Also das würde ich auf jeden Fall noch mal prüfen lassen durch den Dienststellenleiter. Und ich sag mal so, die Chefs werden sich freuen über so eine Meldung. Auf dem Weg zum Rettungswagen will Michael Weber herausfinden, von wem die Initiative für das Schäferstündchen ausgegangen ist. Die junge Frau gibt freimütig Auskunft. Also sie sagt, die haben uns einfach angesprochen, aber... Ja, die haben euch angesprochen? Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg im Park gekommen und haben die uns angesprochen. Deswegen... Ja, und dann geht er einfach mit, oder was? Wir haben uns jetzt nichts bei gedacht, die standen halt hier und dann haben sie uns angesprochen, uns unterhalten und dann... Ja gut, das ist ja nicht euer Fehler. Wenn ihr Spaß haben wollt, ist alles schön und gut. Ja, aber warum haben die uns nicht angesprochen? Ja... Den... Mach ich einen Vorwurf. Ja, aber Typen mit Uniform sind doch auch mega heiß. Ich meine, ja, wollte ich schon immer machen. Du, ich mache euch ja auch keinen Vorwurf. Geht nur darum, dass die Kollegen einen Einsatz haben. Genau. Und verletzte Personen helfen sollen. Ja. Und nicht mit euch rummachen sollen. Dass sie in der Freizeit machen oder wenn sie Zeit haben, ist mir wurscht. Vor allem nicht im RTW. Lassen Sie die Damen in Ruhe. Die Damen, die können da nichts für. Das geht auf meine Kappe. Erstmal Klappe halten, kannst du da gleich reingehen, weil ich bin nämlich ein bisschen stinkig. Halt du mal deinen Schnabel, mein Freund, ey. Und das wird noch Konsequenzen haben, weil wir werden nämlich gegen euch. Wir werden gegen euch ein Strafverfahren einleiten, ja? Wegen unterlassenen Hilfeleistung, ist ja klar. Vielen Dank. Die Leitstelle wird davon auch erfahren. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen Spaß gehabt. Nee, da können wir gar nichts machen. Ihr könnt abbauen, ja. Wäre jetzt irgendeiner mit einem Messer im Rücken. Und ihr vögelt hier rum oder habt euren Spaß. Auch bei den weiteren Maßnahmen wirken die beiden Rettungsassistenten wenig sattelfest. Diese Aktion wird schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Nehmt ihr die mit, oder? Müssen wir sie mitnehmen, oder? Was meinst du? Wegen was jetzt? Wegen dem Antrag zum Fuß? Ja, wegen dem, wegen dem Auge jetzt. Achso, wenn wir den nochmal nachkontrollieren lassen. Wenn ihr die Augen zumachst, dann wird ihr wahrscheinlich nicht zu Fuß nach Hause gehen können, oder? Ja, dann. Ja ganz gut, ne? Gut, also fordern wir noch einen zweiten Wagen. 1729, hört. Das habe ich ja noch nie erlebt. Habt ihr den RTW angetroffen? Stand er da am Parkplatz? Ja, der RTW, den haben wir angetroffen. Personal haben wir ebenfalls angetroffen. Sag nicht über Funk, sag, wir kommen über Draht. Über Draht.